Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Hallo an alle, die das jetzt nachträglich auf YouTube sehen und hallo an alle, die jetzt live mit dabei sind. Wir sind so ziemlich im Outro von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben aber schon noch ein bisschen was vor uns und wir haben ja quasi noch den alternativen Pfad, den wir auch noch gehen werden. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ich bin mir sicher, oder was heißt, das weiß ich nicht, aber ich glaube ziemlich sicher, dass wir heute in den 3 Stunden zumindest mal den Strang hier beenden werden. Los geht's. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Ich traue mich gerade nichts sagen, weil ich nicht reinquatschen will. Eine Alraune, das sieht aus wie eine Alraunenwurzel, finde ich. Ach so, warte mal, ich muss, ja, das ist eine Alraunenwurzel. Ach, guck. Hat, was mir Pans Labyrinth nicht gelernt hat, alles. Ich muss die aber jetzt selber pflücken. Warum sammeln wir die, wenn die uns total vergiftet und wir halb dran sterben, Geralt? Ich esse mal ein Schinkenbrötchen. Dann geht's uns gleich wieder besser. So, die er schon untersucht, zählt anscheinend nicht. Ich muss noch eine andere, meine eigene Alraune finden. Irgendwo gibt es noch so Alraunen, ne? Ist das nicht auch in... Ich meine, die gibt's öfter. Pans Labyrinth ist mir jetzt als erstes eingefallen. Aber kommen die nicht auch in Hellboy 2 und auch Harry Potter vor? Aber ich bin mir ehrlich gesagt bei beidem nicht sicher. Aber irgendwo... Von irgendwoher kenne ich öfter schon Alraunenwurzel. Und dass die immer so humanoid oder säuglingartig aussehen und mit ihren Schreien Menschen töten. Oder so. Aber ich weiß nicht, welche Mythologie das ist. Nehmen wir mal die zweite Alraunwurzel und dann wird's schon gehen. Hey, aber kann die nicht wirklich unser Vampirfreund sammeln, bevor wir uns hier halb umbringen? Oder zumindest zu einem Viertel ungefähr umbringen beim Pflücken? Oh nein. Wird nicht leicht zu finden sein. Er ist weg. Ist schließlich ein Vampir. Naja. Regis! Außer er bleibt in menschlicher Form und hinterlässt ganz deutliche Fußspuren, dann schon. Verdammt, wo steckst du? Oh, was ist denn hier los? Einen Vampir da oben! Dafür wirst du sterben! Ich habe getan, was ich musste. Oh. Diese Buchse haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen, vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Und wir schütten es uns auf die Maske, damit sie rot bleibt. Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt.
auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Ups, ich habe mich gerade verklickt hier. Okay, passt schon wieder. Ach, das wäre möglich. Wir könnten sagen, wir lassen uns hier nieder. Hängen wir dann das Hexerschwert oder die Schwerter an den Nagel? Setzen wir uns dann zur Ruhe? Ich finde, das wäre auch ein schönes Ende. Nein, ich bin Monsterschlechter. Wenn das so formuliert, schon gleich gar nicht. Hey, Cludo, danke fürs Abonnieren. Hallo. Na gut, ich würde sagen, wir lassen uns nieder hier in Corvo Bianco. Warum denn nicht, oder? Gibt Schlimmeres, als im Hexerruhestand irgendwie Wein herzustellen, denke ich. Vielleicht mache ich das wirklich. Lach nicht. Es muss ja nicht heute oder morgen sein. Aber eines Tages will ich wissen, wie es ist, morgens im eigenen Bett aufzuwachen. Hör auf! Du klingst so sentimental, dass mir die Fangzähne schmerzen. Was dann? Schreibst du deine Memoiren wie Rittersporn? Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Aber vielleicht sollte er dann irgendwas mit seinen Zähnen machen. Die sind ein bisschen auffällig. Ich meine, die Hautfarbe und die Augenringe und so könnte man noch ignorieren, aber diese Reißzähne, das ist verdächtig, ne? Hahaha. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Was guckt er mich jetzt so an? Muss ich jetzt auch eine Pause machen? Wir haben gerade erst angefangen. So, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das noch nicht wirklich war. Überspringen wir mal den Abspann. Ich würde wirklich gerne nach Hause gehen. Wir sind irgendwie immer noch vergiftet. Was ist denn mit diesen Alraunen, ey? Die sind ganz schön harter Stoff anscheinend. Ich würde gern nach Hause gehen. Und damit meint er anscheinend wirklich Corvo Bianco, oder wie es heißt. Das ist jetzt schon sein Zuhause. Er hat ja auch sonst keins, außer die Hexerburg, ne? Wie heißt sie? Kaer Morhen. Aber da will er scheinbar nicht mehr hin. Zu viele negative Erinnerungen. Vielleicht. Ich meine, da ist ja auch keiner mehr. Ist da noch wer? Der weiße Wolf. Die von der Wolfsschule ist nicht mehr viel übrig, ne? Schande, dass du das Biest erledigt hast. Jetzt können wir die Moral.
Und zerstört wurde sie auch ziemlich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Wurde da was gesagt, was jetzt mit Kaer Morhen passiert? Wird das wieder aufgebaut? Bleibt da wer? Will wer die Hexerschule wieder aufbauen? Oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da der Ausgang war. Ist ja auch schon wieder ewig her mittlerweile. Die Zeit vergeht. Nur nicht während der Ladezeiten. Da bleibt sie gefühlt stehen. Gibt's quasi, glaube ich, noch eine kleine Post-Credit-Scene, wenn mich nicht alles täuscht. Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Warum ist denn der Tisch so gedeckt? Wie viele Gäste erwarte ich denn? Unerwartet wie immer. Und hinreißend wie immer. Willst du gar nicht wissen, warum ich hier bin? Oder wie ich dich gefunden habe? Ich würde sowieso keine klare Antwort kriegen. Das stimmt. Deine ganzen Geheimnisse haben mich mal beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass du mir sagst, was du mir zu sagen hast. Ich muss nicht fragen. Ich habe dich vermisst, Geralt. Und wie? Komm nach draußen. Wir können Händchen halten und die Sterne betrachten. Wie in einem Zwei-Kronen-Roman. Ich mag Yennefer nicht. Die ist mir einfach echt unsympathisch. Aber ich weiß, dass sie Geralts große Liebe ist. Deswegen ist es schon okay, dass wir uns für sie entschieden haben. Aber ich kann Geralt nicht verstehen, was das angeht. Aber muss ich ja auch gar nicht, wo die Liebe hinfällt. Also, fangen wir mal ganz unten an mit den optionalen Dialogen. Oder? Nee. Wir fangen lieber ganz oben an. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Du hast ja einige Bücher mitgebracht. Lass mich raten. Du arbeitest an einem neuen Zauber? Gar nicht. Das sind keine Zauberbücher, sondern Schmöker. Der Name der Orchidee, Witwer für ein halbes Jahr. Ich dachte immer, du wärst viel zu beschäftigt, um zu deinem Vergnügen zu lesen. Das war ich auch, aber jetzt nicht mehr. Vor ein paar Wochen merkte ich beim Aufwachen plötzlich, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Ich habe keinen Plan und kein Ziel. Und weißt du was? Es gefällt mir. Endlich kann ich aufhören, über Politik nachzudenken und mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Deswegen bin ich hier. Ist das ein Glitch? Ja, ich glaube, da ist ein Grafikfehler auf ihrem Oberteil. Lassen die sich jetzt hier... Oh, Teleportationsrebhühner im Hintergrund. Auch nicht schlecht. Die haben die gleichen Fähigkeiten wie Plötze. Lassen die sich jetzt hier beide nieder. Gehen die jetzt beide hier in Rente. Dann haben wir doch nochmal ein Happy End bekommen. Das wäre ja auch nicht schön. Schlecht. Schon schön. Wäre ja auch schön. Und nicht schlecht. Oder so. Moment, hier. Gefällt dir Toussaint? Die Landschaft ist hübsch. Die Städte sind charmant. Keine Frage. Teleportation tun. Aber die südliche Sonne ist nichts für meine Garderobe. In schwarzen Kleidern wird einem hier ganz schön heiß. Vielleicht solltest du deine Farbwahl überdenken. Wie wär's mit Eierschale und Erbsengrün? Und beim Duft wechsle ich zu Rüben und Gänseblümchen. Ich bleibe lieber einfach im Schatten. Und du bringst mir regelmäßig was Kühles zu trinken. Ich bringe dir, was du willst. Es ist schon seltsam, ein Zuhause zu haben.
Du bist mir nie wie ein Hausbesitzer vorgekommen. Es war eine Art Unfall, aber ich beschwere mich nicht. Yen, weißt du noch, vor dem Kampf gegen die wilde Jagd? Da hast du gesagt, du wolltest mit mir fortgehen bis ans Ende der Welt. Reicht dir dieses Weingut? Ja, obwohl eine Sache fehlt. Und zwar? Ich gebe dir einen Tipp. Groß, weiß, vierbeinig. Kategorie Tierpräparation. Oh ja, das Einhorn. Gut, du kannst es mitbringen. Ich wusste, du würdest das einsehen. Kennt ihr das, wenn euch in solchen Cutscenes, gerade in Videospielen, wo im Hintergrund NPCs relativ frei agieren können, euch irgendwas im Hintergrund so einnimmt, dass ihr dem Dialog überhaupt nicht folgen könnt? Mir geht's gerade so mit dem Teleportationsrebhuhn. Das geht ins Bild, pickt auf den Boden, plopp, ist es weg, kommt wieder ins Bild. Und dann auf einmal ist es hinten auf der anderen Seite, ist es verrückt. Dieses Rebhuhn. What? Habt ihr es gesehen? Crazy. Mein neuer Lieblingscharakter. Ah, da machst du es wieder. Mein neuer Lieblingscharakter in Witcher. Bester Charakter neben Plötze oder vielleicht kurz nach Plötze kommt schon Teleportationsrebhuhn. Naja. Hättest du je gedacht, dass dieser Tag kommt? Du und ich in Ruhe und Frieden. Bienengesumm, Vogelgezwitscher. Ich bereue beinahe, dass ich so lange gewartet habe. Ich war ein dummes Huhn. Beinahe? Es muss schwer gewesen sein, mir nachzureisen. Du bist doch stolz wie ein Pfau. Bitte, Geralt. Ich gehöre nicht zu den Zauberinnen, die niemandem folgen können, ohne das Gefühl zu haben, ihnen würden die Flügel gestutzt. Oh, pass bloß auf, was du über deine werten Kolleginnen redest, du Nestbeschmutzerin. Gut gesagt, Hexer. Du siehst nicht nur gut aus, du hast auch was auf dem Kasten. Du bist die Taube in der Hand. Ja, und außerdem... Verdammt, du hast gewonnen. Diesmal. Ha! Wann haben wir eigentlich mit diesen Wortspielen angefangen? Das weißt du nicht mehr? Auf einer Vernissage in Ban Art, weil du sonst verrückt geworden wärst vor Langeweile. Ich weiß noch, dass ich deinen Sinn für Humor so nervtötend wie liebenswert fand. Ändere dich nie, Geralt. Bitte. Also, reden wir später weiter? Natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Und sei es noch so bescheiden. Das war's schon. Es ist jetzt schon vorbei. Reden wir nochmal mit ihr. Können wir reden? Gerne. Jederzeit. Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Ah, schade. Ich dachte, da kommt doch irgendwie was jetzt, ne? Aber das war's, glaube ich, also, wirklich. Reden wir später weiter? Natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Und in dem Fall glaube ich sie ihr. Ich glaube, für den Rest des Spiels wird sie jetzt einfach immer hier sitzen, trinken und warten. Oder so. Na gut, das ging jetzt schneller, als ich dachte. Das hätten wir fast beim letzten Mal auch noch machen können, oder? Na, ich weiß nicht, ob uns da nicht... Obwohl doch, ich glaube, das hätten wir geschafft. Na wurscht, aber... Jetzt wird's interessant. Ich speichere mal hier, weil hier spielen wir vielleicht auch wirklich danach noch weiter. Und machen vielleicht noch ein paar Nebenmissionen und so. Da gibt's bestimmt noch ein, zwei nette. Aber erst laden wir nochmal. Ja, was laden wir denn? Die Nacht der langen Zähne, ganz genau. Denn von da nehmen wir jetzt eine andere Abzweigung als beim letzten Mal und erleben dann wirklich ganz neue Quests. Ich weiß selber noch nicht genau, was uns erwartet. Ich habe nur in einem Guide gesehen, dass das scheinbar wirklich eine komplett andere Questreihe ist, die nichts mit diesem alten, unsichtbaren Vampir zu tun hat. Was ich schon ziemlich cool finde und ziemlich interessant. Da erwartet uns Neues. Und was ich von den Screenshots nur so gesehen habe... Finde ich es fast, glaube ich, witziger
und interessanter, was uns jetzt erwartet bei dem anderen Pfad. Bin gespannt, ob wir dann auch ein anderes Ende kriegen. Kontrolle hier auf nüchternen Magen. Grauenhaft. Könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich bin echt froh, dass wir diesen Save-Punkt noch haben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, genau. Die Quest, die jetzt aktiviert ist, müssen wir quasi machen. Wow! Ah, der mit seinem Hulk-Smash. Ist ein Schinkenbrötchen, schnell. Oder haben wir noch gar nicht... Oh ja, stimmt. Ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. Aber abgesehen davon... Puh, haben wir in der Version, in dem Savegame, ja die rote Rüstung noch gar nicht. Da haben wir noch die schwarze Rüstung. Und die rote Rüstung kriegen wir jetzt auch gar nicht, wenn wir zum Vampir-Overlord gehen. Da bin ich aber sehr gespannt, was wir jetzt... Ich meine, da werden wir wohl irgendeine... Entschädigung kriegen. Irgendeine andere Rüstung, oder? Könnte ich mir vorstellen. Man kann nicht beide haben. Müssen wir uns am Ende entscheiden, welche Rüstung wir behalten. Welche Realität die echte Realität wird. Schauen wir mal, welches Ende uns besser gefällt. Beim letzten Mal sind ja beide, also die Herzogin und ihre Tochter, Schwester, gestorben. Und... Unser Freund Regis musste seinen alten besten Freund töten, tragischerweise. Bin gespannt, ob das jetzt anders läuft, wenn wir nicht den Unsichtbaren wecken, sondern erstmal mit seiner eingekerkerten Ex-Freundin reden. Geralt, es sind nur Fledermäuse. Come on. Stell dich nicht so an. Hallo, Grummel, wie geht's? Muss ich jetzt hier kämpfen? Können wir eigentlich einfach weiterlaufen? Kann ich die Kämpfe? Die haben wir beim letzten Mal eh alle gemacht. Komm, Geralt, lauf einfach. Okay, gegen den müssen wir kämpfen. Oh, ich hasse ihre blöden Hulk-Smash-Sprünge. 9! Hör jetzt auf, Wirbelzwirbel, Zauberwind! Yes! Der braucht immer ein bisschen, bis der losgeht, der Wirbelzwirbel-Zauberwind. Aber wenn er mal zwirbelt, dann... Die Rüstung war nutzlos. Da sind die Klauen durchgegangen wie durch Butter. Ganz genau, dann ist jede Rüstung nutzlos. Dann gehen die Klingen durch wie durch Butter. Wirbelzwirbel-Zauberwind-Butter. Hä? Moment, Klingen? Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Kann man den Chat irgendwie anstellen, wenn man den Streamer Vollbild hat? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich selber Twitch ehrlich gesagt so gut wie nie benutze. Deswegen habe ich da leider keine Ahnung. Vielleicht kann das irgendjemand anders der gerade Anwesenden erklären, ob das irgendwie geht. Eine Straßensperre. Na gut, wenn die uns nicht unbedingt verfolgen oder so, dann gehen wir einfach weiter. Die müssen sich in der Bank verbarrikadiert haben. Gehen die, sind jetzt weg? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Wirbel, Zwirbel, Zauberwind! Yeah! Oh, hab keine Ausdauer mehr. Na gut, dann... Geht's auch so. Du hast es geschafft. Ganz allein. Diese Hurenmut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Sie hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Männer,
Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Galonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxe Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Euer Problem ist jetzt mein Problem. Ich kümmere mich darum. Und wie? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Ja, das weiß ich. Aber hinnehmen muss ich es nicht. Du kannst dir das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben. Wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und ich direkt danach. Das Risiko gehe ich ein. Ich verschwende hier meine Zeit. Moment. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer? Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kasernen zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Oh, was im Spiel gerade los ist. Ich sollte reges Bescheid geben, das damit er herkommt. Ist mittlerweile eine sehr lange Geschichte. Die Kurzversion ist, dass ein Vampir, der im Grunde super übermächtig, gottgleich im Vergleich zu Menschen ist, die Stadt hier gerade mit seinen niederen Vampiren belagert. Aufgrund eines gebrochenen Herzens und Verrat. Und ich versuche das jetzt irgendwie zu lösen, ohne dass ich gegen den kämpfen muss, weil er eben so verdammt mächtig ist. Aber zum Glück ist ein guter Freund von mir ein Vampir auf der gleichen Hierarchieebene wie der hier gerade die Stadt belagert. Also der, ne, könnte uns da auch noch helfen, wenn es ist. Sagt Regis, wir treffen uns im Palast. Wir müssen ins Spielzimmer. Und der Regis ist eben dieser Vampirfreund, den ich jetzt quasi durch seine Rabenfreunde gerufen habe. Da kommen jetzt gleich wieder auf der Brücke Gegner, oder? Nee? Ah, okay. Ich dachte schon. Aber das ist die Boss-Arena. Na gut, dann halt nicht. Auf dem Boden ist Blut. Halb lauf einfach, wie wär's? Einfach ignorieren. Die hört schon auf. Einfach laufen, Geralt. Mensch, lass uns doch jetzt hier. Wir tun doch gar nichts. Wir sind nur auf der Durchreise. Ah, jetzt ist Geralt im Kampfmodus. Jetzt ist er ganz schwer wieder rauszukriegen. Ich versuch's trotzdem weiter. Ich möchte diese Passage hier schnell hinter uns bringen, damit wir in die coole Passage kommen. Die wir alle noch nicht kennen. Also, manche von euch kennen es vielleicht schon, die selber gespielt haben, aber ich noch nicht. Ach, Alp! Muss ich dich jetzt echt hauen? Na, Regis, Hilfe! Freundlich von dir, mich zu rufen. Meinen aufrichtigen Dank. Hinter der Tür liegt das Spielzimmer. Ich habe einen der meinen beim Schnüffeln gefunden. Der kommt jetzt nicht mehr quer. Ich
Regis? Kurze Hilfe? Wirbel, Zwirbel, Zauberwind! Na super, da bin ich aber genau falsch hingezwirbelt. Die Teleportationskräfte von dir erinnern mich verdächtig an das Teleportationsrebhuhn. Ob da ein Zusammenhang besteht? Wo? Ja, ist sie jetzt besiegt? Nein, noch nicht mal ansatzweise. Was ist mit der los? Meine Güte, sind das zwei? Ich glaube nicht. Die ist einfach nur echt zäh. Ich treffe die auch irgendwie gar nicht. Die trifft uns dafür sehr. Ich muss ein bisschen in die Defensive gehen. Mein Gott, ist die nervig. Okay, Geralt, nimm noch einen Schwalbentrank. Jetzt komm schon, komm, solange ich noch wirbelzwirble. Dammit, die, als ob sie es absichtlich abwarten würde, bis ich aufhöre zu wirbelzwirbeln. Geralt, ein Schlag noch und dann ist sie tot. Es wäre so schön, wenn wir das jetzt noch schnell eben machen könnten. Seht ihr, wie die ausweicht? Oh, ich hasse diese Alben. Danke. So. Jetzt hilft uns zumindest Regis anscheinend. Jetzt sind wir soweit. Jetzt ist sein Skript aufgelöst. Okay, durch die Tür. Das war jetzt antiklimatisch. Verschlossen. Natürlich. Regis, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du... Danke. Zu Diensten. Bitteschön. Grabesstille. Keiner da. Wir sollten uns wenigstens mal umsehen. Ein Schaukelpferd. Verschlossen. Ziemlich abgenutzt. Ist wohl viel im Einsatz gewesen. Wo kommt denn die Musik her? Das da, oder? Das klingt verdächtig. Auf jeden Fall ist es hier creepy. Ne? Was auch immer hier ist, es ist unheimlich. Tagebuch. Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein waren. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Siana hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Eigentlich doch nicht so niedlich. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken könne. Es stimmt, dass Siana jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anarietta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche Träume. Einige verlieren den Verstand. Hey, Damokles. Hallo. Er gehört zu diesem Vampirrüstungsset, deswegen trage ich die, weil ich jedem Gegner, den ich besiege, die Lebensenergie aussauge, um mich zu heilen. Das finde ich schon cool. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Siana gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anna Henrietta schon zwei Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören.
Er gab Sianna die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anarieta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern, aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zitze, ist man einmal das schwarze Schaf, wird man den Ruf schwer wieder los. Heute begleitete ich die Mädchen zum ersten Mal in das Land der tausend Märchen, wo wir den halben Tag verbrachten. Zuerst spielten wir mit Däumelinchen, dann mit Barbarossa, der für einen Briganten und Piraten recht galant war. Allmählich scheint mir, dass Isabelle de Roquefort unter potenten Halluzinogenen stand, wenn sie etwas hier hineinschrieb. Cannabis rudelaris vielleicht. Psst. Unterbrich mich nicht. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den arkanen Künsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal! Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der tausend Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Das wird ja immer interessanter. Also was ich zum Thema neuen Witcher-Teil gehört habe, ist, dass ein Witcher-Spiel in der Mache ist, das aber nichts mit Geralt zu tun hat. Also so wirklich ein Witcher 4 wird das wahrscheinlich nicht sein. Aber nach dem ganzen Cyberpunk-Debakel und nachdem jetzt der Chefautor von Witcher 3 CD Projekt Red verlassen hat, muss man eh mal schauen, ob die nochmal was Gutes auf die Reihe bringen. Ich hoffe es stark, aber naja, die müssen sich erst wieder neu bewähren jetzt mit einem potenziellen Witcher 4. Mal abwarten. Meine Erwartungen sind jetzt nicht super hoch für einen Nachfolger. Dass der an Witcher 3 wieder rankommt, meine ich. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Sianna zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte den Herzog zu fragen, was aus dem Mädchen werden soll. Er gab keine Antwort. Ich gab den Mädchen heute eine Lektion Nilfgaardisch. Sianna gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer. Anarieta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als bloede Kusse. Sianna und sie wären bald erstickt vor Lachen. Bloede ist klar, aber was heißt Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schritt bezeichnen. Ein Buch, eine Buchreihe war Witcher oder ist Witcher ursprünglich? Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Sianna in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Ich bin jetzt auch gespannt auf die zweite Netflix-Staffel. Ich mochte die erste Staffel ganz gerne. Klauen wir mal einfach. Ich finde das so super, wie Geralt hier einfach immer alle ausplündert. Überall nimmt er einfach alles mit. So, fangen wir mal hier bei der Treppe an, bei dem Bild. Sieh da, ein Schlüssel hinter einem Bild. Oho, goldener Schlüssel. Ich schaue mir trotzdem mal noch alles an, was rot markiert ist zumindest. Da hat er bestimmt immer ein bisschen was dazu zu sagen. Ein Zinnsoldat. Na gut, vielleicht nicht immer Interessantes, aber immerhin. Ein Teppich. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet?
Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen drunter geschoben haben. Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Niedlich. Ist das das? Mal sehen. Expecto Ludum. Regis? Regis? Ah. Ich glaube, rückblickend finde ich das Kapitel, also den Strang, den Storystrang, jetzt schon interessanter als den anderen Storystrang, den wir im letzten Stream gemacht haben. Unglaublich. Oh Gott, wenn die Spatzen hier schon so groß sind. Mal sehen, wo der Weg hinführt. Mal sehen, wo der Weg hinführt. Das ist cool irgendwie, finde ich. Das Auge von Nehalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst werden kann. Ich glaube, ich lauf mal lieber den... Oder? Habe ich jetzt hier... Ich habe hier keine Weltkarte. Soll ich mal... Ich weiß nicht, die gestrichelten Punkte auf der Minimap sind verwirrend. Ich laufe einfach mal hier weiter. Ah, da ist jemand. Das Grigdorf. Besuchen wir mal die Grig. Okay, hallo Greg. Interessant, interessant. Ein Wolperdinger stand da gerade, glaube ich. Ja. Cool. Laufe ich irgendwie im Kreis? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier über die Brücke. Halt! Was ist denn hier? Oh oh. Das klingt gefährlich. Oh, sind das einfach nur die... Oh ja, das ist die Blume. Oh, schade. Ich hätte jetzt hier erwartet, dass wir hier irgendwas ganz Neues, Unerwartetes treffen. Also, unerwartet ist es. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so eine Blume hier treffen. Aber nicht sehr spannend. Die kennen wir ja schon. Leider. Au. So, na Gott sei Dank. Verdammt. Und das soll ein Spielplatz für zwei kleine Mädchen sein? Da stimmt doch was nicht. Ja, vor allem, warum gibt's die Blumen in dieser Geschichte? Frage ich mich. Im Endeffekt ist dieser Teil hier so ein bisschen Grimms Märchen. Das davor ist auch schon in so einem märchenhaften Land. Aber noch relativ normal. Für Witcher-Verhältnisse. Hier wird's crazy. Ha ha ha!
Hände weg vom Herd, Liebchen. Sonst werde ich sauer. Dann mach du ihn auf. Und wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Du bist aber alt und blech. Naja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine mürbe Köstlichkeit. Gleich, wenn ich dich gefangen habe. Okay. Komm schon. Du wirst dich noch nicht vor ein paar Zauberpflanzen fürchten. Aber wie kann ich der Hexe Schaden machen? Wo ist sie denn jetzt überhaupt? Diese Suppe stinkt ja schlimmer als ein verrotteter Kadaver. Sei vorsichtig. Oh, ich bin betäubt. Nein, sie wäre fast so tot, ey. Nein, und jetzt fliegt sie wieder. Blöde Kuh. Oh! Ein Suppenpanther. Jetzt schütschelt bei unten. Oh, Geralt. Dann schütschelt uns, jetzt müssen wir im Bolzen schießen. Yes. Den Besen machen wir auch noch fertig. Nein, müssen wir anscheinend gar nicht. Oder war schon tot? Was zum Egal. Teufel war das? Die Knusperhexe. Von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, ich... Wo hast du die Waffe her? Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er. Danke. Sie hätte mich gebacken, wenn du mich nicht... Sianna? Bist du das? Ist eine Weile her, Hans. Bist du zum Spielen hier? Nein, ich will nur deine Bohnen. Entspann dich. Bohnen? Was für Bohnen? Jetzt stör mal nicht. Also, Hans, wo sind sie? Sianna, ich... Es tut mir leid. Ich hab sie nicht. Oh, mir ist, als würdest du lügen. Möchtest du doch die alten Spiele spielen? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ich sage die Wahrheit. Ich schwöre, Anarietta hat befohlen, sie alle zu vergraben, damit du nicht wegkommst. Und wo? Weiß ich nicht, aber... Jost, der Wolfsjunge, der müsste es wissen. Der steckt die Nase doch in alles. Ich hoffe, er weiß es. Wenn nicht, dann finde ich dich und rede ein ernstes Wort mit dir. Verstanden? Jetzt. Ach, also schön. Was willst du hier? Ich suche nach meiner verlorenen Kindheit. Bin schon als kleiner Junge in Kaer Morhen gelandet. Ich weiß gar nicht mehr wie. Keine Spielsachen, kein Spaß. Was meinst denn du, was ich hier will? Detlaff. Er will Anna Henrietta zwingen, dich freizulassen. Er lässt Beauclair von Vampiren angreifen. Klingt ganz nach Detlaff. Aber du bist doch nicht zum Tratschen hierher gekommen, oder? Komm zur Sache, bitte. Ist das nicht klar? Ich kämpfe an deiner Seite. Wir wollen dich beide hier rausbringen. Du, um deine Freiheit wiederzukriegen. Ich, weil das Chaos in der Stadt aufhört, sobald du dich mit Detlaff triffst. Du hast mich verraten. Wegen dir bin ich gefangen. Und jetzt willst du meine Hilfe? Das Leben steckt doch voller Überraschungen.
Ich würde dir ja sagen, du sollst dich schicken. Aber wenn du die Wahrheit sagst, sterben Leute, die hiermit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Detlaff sollte nur die umbringen, die es verdient haben. Sonst niemanden. Gut, Hexe. Ich nehme dein Angebot an. Wir sind Verbündete. Deine Hand drauf. Erzähl mir mehr über diesen Ort. Er ist eine Illusion, nicht wahr? Ja, von Artorius Vigo. Anna Henrietta und ich kamen immer her und spielten unsere Lieblingsmärchen. Die Hexe wirkte aber nicht, als hätte sie gespielt. Magische Entropie. Ohne Pflege verwildert der Zauber mit der Zeit. Deine Schwester hat dir aber ein gefährliches Gefängnis ausgesucht. Das täuscht. Wenn ich die Märchenfiguren nicht provoziere, tun sie mir nichts. Aber du gehörst nicht hierher. Sei lieber auf der Hut. Da du davon sprichst, die Ritter, die Detlaff getötet hat, was haben sie dir angetan? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyron. Daran werde ich nicht gerne erinnert. Aber du solltest es wohl erfahren. Als meine Eltern mich verstießen, befahlen sie diesen Rittern, mich aus dem Herzogtum zu eskortieren. Sie alle taten es, ohne ein einziges Wort zu meiner Verteidigung. Es war doch ein Befehl, wie du sagst. Mhm. Aber Crespi hatte keinen Befehl, mich beim ersten Fluchtversuch mit einer Pferdepeitsche zu traktieren, bis ich das Bewusstsein verliere. Und Dulac hatte keinen Befehl, mich hungern zu lassen und zu misshandeln. Damals habe ich gelernt, dass Ritter gar nicht so ritterlich sind, wenn keiner zusieht. Das erklärt einiges. Schockierend, nicht wahr? Dein Urteil stand sicher schon fest, ohne mich anzuhören. Das ist immer so. Also ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, dass sie irgendwie ihren Ex-Lover-Vampir erpresst damit, dass der andere Leute umbringt. Nur fürs Protokoll. Aber dass sie Rache will, kann ich verstehen. Der Fluch der schwarzen Sonne. Wegen dem wurdest du verbannt, stimmt's? Mhm. Böse Prinzessinnen. Mutantinnen. Gewiss hast du von uns gehört. Eine habe ich schon getroffen. Renfri von Kreden. Und? War sie wirklich ein Monster? Grausam war sie jedenfalls. Weswegen? Ob es der Fluch war oder ihr Schicksal, das frage ich mich bis heute. Du hast sie getötet, nicht wahr? Ich hatte keine Wahl. Amüsant. Das hat meine Mutter auch gesagt, als sie mich rausgeworfen hat. Und was sind das für Bohnen? Erklärst du es mir? Mhm, sicher. Aber du musst dich noch gedulden. Es führen zwei Wege aus diesem Land. Einen davon hat meine reizende Schwester blockiert. Der andere ist da oben, in den Wolken. Er ist schwer zu erreichen, weil sie die Bohnen hat verschwinden lassen. Aber unmöglich ist es nicht. Das sind keine Wolken. Ich verstehe immer noch nicht. Schon gut, hör einfach zu. Der Junge, das war Hans, der mit der Bohnenranke. Kennst du das Märchen? Hans klettert an einer Riesenbohnenranke bis in ein Wolkenschloss, das einem Riesen gehört. Das können wir auch, sobald wir wissen, wo Anna Rietta diese verfluchten Bohnen versteckt hat. Es gibt drei. Eine rote, eine blaue, eine gelbe. Was denn? Warum reicht nicht eine Bohne? Es muss ganz genau wie im Märchen passieren. Alles klar? Suchen wir Jos. Vielleicht kann er uns helfen. Du gehst voran. Sind das die Zündibohnen? Damit der Fluxkompensator anspringt. Jos ist meistens auf der Lichtung am Fuß des Bergs zu finden. Das ist ein Stück weg von hier, hinter dem Hexenhaus rechts. Na komm, plünder. Plünder doch das Zeug hier. Hat das der Besen fallen gelassen? Ich glaube schon. Lebkuchen, Kekse. Ja, wir sind hier halt im Märchenland. Was würde man nach sonst erwarten? Also, was genau geht eigentlich in der Stadt vor? Blutvergießen, Gemetzel,
Darum sind wir in Eile. Keine Sorge, die Zeit läuft in der Märchenwelt anders. Wir können hier eine Woche bleiben und draußen sind nur ein paar Minuten vergangen. Ich verstehe. Und wenn jetzt jemand in der Märchenwelt eine Märchenwelt erschafft, dann vergeht die Zeit noch viel langsamer. Keine Ahnung, Damokles. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber im Notfall, falls es gar nicht geht bei dir, lade ich das auch auf YouTube hoch zum Nachholen. Vorsicht, Kobolde! Kobolde. Nicht die nettesten Kobolde, die ich je gesehen habe. Die wurden hier postiert, um die Märchenwelt vor Eindringlingen zu schützen. Also vor dir. Oh, Einhörner. Fangen wir sie ein. Dann müssen wir nicht mehr dauernd laufen. Ich nehme das in Rosa. Aufregend, nicht wahr? Erinnert mich an meine Kindheit. Mich erinnert es an was ganz anderes. Erzählst du es mir? Lieber nicht. Immer dieser Einhorn-Sex-Toy-Running-Gag. Das war ein kurzer Ritt. Ich bin in Sicherheit! Überhaupt nicht in Gefahr! Das ist er! Jos! Verdammt, sie reißen ihn in Stücke! Schon gut, es ist vorbei. Nein, ist es nicht! Da kommen mehr! Noch ein Wolf! Hinter dir! Hör gar nicht hin. Er lügt immer. Ach so, der Junge, der immer Wölfe ruft. Wie auch jetzt. Nur dann nicht, wenn wirklich welche da sind. So ist es. Hör mal, Kleiner. Hans sagt, dass du weißt, wo seine Bohnen sind. Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Pass bloß auf, die Wölfe kommen! Das wird interessant. Also, fangen wir an. Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht. Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt? Ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der 1000 Märchen. Bestimmt weißt du nicht, was aus der blauen Bohne geworden ist, oder? Keine Ahnung hast du. Was? Ich hab gehört, die liegt irgendwo im Freien rum. Einfach so? Und niemand bewacht sie? Genau. Dreimal niemand. Hilfe! Wölfe! Also, dann liegt die irgendwo drinnen und wird von drei bewacht oder so? Von den drei kleinen Schweinchen wahrscheinlich. Es gibt noch drei Märchen. Ich glaube, es gibt viele Dreier-Konstellationen in Märchen, oder? Mir fällt aber gerade nichts ein. Die drei dreisten Dreidel. Ich weiß nicht. Na gut. Die gelbe Bohne. Du hast keine Ahnung, wo die ist, richtig? Die ist irgendwo ganz tief unten. Sehr, sehr tief. So tief, dass sie mitten in der Erde ist. Und wer hat sie? Ein glatzköpfiger Bauersknecht, der überhaupt nicht auf jemanden wartet. Nicht im geringsten. Ihr Leute! Sag das noch einmal und ich hau dich in Stücke und füttere die Fische mit dir. Kapiert? Okay, also die ist irgendwo hoch oben auf einem Turm.
Und wird wahrscheinlich von einem langhaarigen König oder einer Königin. Nein. Ah, Rapunzel, oder? Wahrscheinlich. Oh, jetzt würde ich mir fast gerne. Jetzt muss ich mir noch mal kurz die Rote anhören. Was sagen wir mal, die drei Bären oder die drei kleinen Schweinchen, Rapunzel, und was könnte das für ein Märchen sein? Hören wir mal genau zu. Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht. Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt? Ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der tausend Märchen. Ihr Leute! Sag das noch einmal. Aber wirklich. Na gut, da würde jetzt quasi, ne, andersrum mit Negativfragen gefragt. Also hat er die Wahrheit gesagt? Also irgendein Mensch hat die gegessen. Naja, das kann alles sein. Wer hätte sie auf keinen Fall gegessen? Ein Mensch. Ja, genau. Der hätte sie auf keinen Fall gegessen. Oder? Egal, wir müssen gehen. Also gut, wir sollten aufbrechen. Nehmt euch vor den Wölfen in Acht! Mit dem zu reden ist gar nicht so leicht. Wirklich? Man muss doch nur daran denken, dass er immer lügt. Oder die Wahrheit umdreht, um genau zu sein. Mhm. Und wohin jetzt? Weiß nicht. Wir sollten wohl noch ein paar Märchen besuchen. Die wichtigen jedenfalls. Vielleicht verstehen wir Jost dann besser. Es sind nicht viele. Rotkäppchen, je drei Schweinchen und Bären und natürlich Goldlöckchen. Dann Rapunzel und dieses Mädchen, das Zündsteine verkauft. Ah, gut. An die Arbeit. Ja, die drei Schweinchen und die drei Bären sind beide hier drin. Interessant. Jetzt will ich auf dem rosa Einhorn reiten. Ah, darf ich nicht. Das finde ich gemein. Du musst diesen Ort geliebt haben. Zuerst schon. Aber Kinder langweilen sich schnell. Sogar Teegesellschaften mit lauter kichernden Prinzessinnen werden irgendwann fade. Was hast du dann getan? Enteneier in Schwanennester gelegt. Sowas in der Art. Oder der Prinzessin die Erbse geklaut. Ich glaube, die schläft heute noch. Der Kaiser. Oh, schau, der Kaiser von Nilfgaard. Er ist gekommen, um mit seinen neuen Kleidern anzugeben. Der Kaiser ohne Kleider. Das ist schon nett. Okay, reiten wir mal weiter. Ich bin gespannt, was wir hier noch für Märchen-Easter Eggs finden. Oh oh. Hey, aber hier kann man wirklich keine 2 Meter mit seinem Einhorn reiten, oder? Warum habe ich mein Schwert nicht mehr gezogen, Geralt? Was ist denn los mit uns? Frag mich, ob die so schattenhaft gemacht haben, weil die mit dem Modell nicht zufrieden waren und dann mussten sie sich was einfallen lassen, um zu verschleiern, wie hässlich die Modelle sind. Oh, hier gibt es auch noch Nebenmissionen. Ist das der gestiefelte Kater? Ja. Cool. Aber hier gibt es sogar Nebenmissionen. Habe ich jetzt schon eine Map? Nee, immer noch nicht. Das ist aber komisch dann. Ups. Schauen wir mal, was da am Anschlagboard steht. Frische Ware. Tabak, Festig, Alkohol. Von Absinth bis Wodka aus reinem Getreide. Nur der Kunde ist König. Das Mädchen, das Waren verkauft. Vormals das Mädchen, das Zündsteine verkauft. Ungewollte und unerwünschte Kinder gesucht. Ungewollte und unerwünschte Kinder gesucht. Pummelige bevorzugt. Dünne werden aber auch genommen. Gezeichnet die Hexe. Ja, warum nicht, ne? Gibt's auch einen Markt. Oh, ich sehe auch gerade bei mir, die Bitrate bricht tatsächlich ab und zu ein, ne? Leider keine Ahnung, woran das liegt. Kann ich jetzt nichts machen. Müsst ihr böse Briefe an meinen Internetanbieter schreiben, bitte. Dass der das mal auf die Reihe kriegt. So, wo waren wir stehen geblieben?
Aus einem meiner Eier ist etwas Riesiges ausgeschlüpft. Ich vermute, dass mich meine Ehefrau mit einem der sechs Schwäne betrogen hat. Auch wenn sie alles abstreitet. Ich bezahle gutes Geld für Hinweise, die ihre Schuld belegen. Garantiere vollständige Geheimhaltung, gezeichnet die Ente. Da haben wir schon wieder. Er zahlt gutes Geld für Hinweise, die ihre Schuld belegen. Das ist irgendwie, dann kriegt er auch Hinweise, die ihre Schuld belegen, ob die echt sind oder nicht, weil die Leute wollen ihre Kohle. Er sollte lieber Hinweise, die die Wahrheit ans Licht bringen wollen. Aber für Gegenbeweise, für Beweise, die die Unschuld beweisen, zahlt er ja scheinbar nichts, also wird er die auch nicht kriegen. Self-fulfilling prophecy. Blöde Ente. Wem gehört dieser Schuh? Auf dem Ball letzte Nacht habe ich mit einer Dame getanzt, mit blondem, hochgesteckten Haar und blauen Augen. Punkt Mitternacht verschwand sie und ließ an den Gläsern den Schuh zurück. Alle Frauen im Land der tausend Märchen haben vor mir zu erscheinen. Sie sollen den Schuh anprobieren, damit ich die Dame finde und um ihre Hand anhalten kann. Ah, wenn nicht erscheint, wird zur Strafe ausgepeitscht. Prinz Hubert, ein reizender Prinz. Jetzt will ich es lieber nicht mehr sagen. Pfoten weg von meiner Matratze. An den Spaßvogel, der mir immer wieder was unter die Matratze legt. Ach, das ist schon witzig. Ne? Jeder Zettel ist quasi so eine Anspielung auf ein Märchen. Das finde ich irgendwie ganz nett. Das ist die letzte Warnung. Wenn ich dich erwische, lasse ich dich auspeitschen, mit einem heißen Eisenbrandmarken die Haut abziehen und zum Schluss vom Pferd in Stücke reißen. Gezeichnet Prinzessin Alexia. Sehr schön. Das mit dem Passierschein A38 war schon die beste Quest überhaupt. Das stimmt. Das war wirklich... Das ist so witzig, dass die diesen alten Asterix-Witz aus dem Hut ziehen und da eine ganze Mission draus machen und das teilweise wirklich 1:1 zitieren aus der Szene. Das ist schon echt super lustig. Das ist wirklich, finde ich, auch im ganzen Spiel Witcher 3, so gut das ist und so viel Highlights das hat, ist das mit Abstand meine Lieblingsquest. Auftrag ganz verloren. Einwohner des Märchenlandes. Jemand verfolgt mich. Ich fühle, dass ich beobachtet werde, seit ich aus dem Wolkenschloss heruntergekommen bin. Hilft mir, bevor es zu spät ist. Balbina die Gans, bekannt als Gans, die goldene Eier legt. PS, ich weiß, Jos behauptet, dass er es ist, aber er ist es nicht. Das Zündsteinmädchen. Das ist neu. Willst du dich wirklich damit aufhalten? Ein echter Hexer hilft jedem Geflügel in Not. Aber reden wir trotzdem erst mit dem Zündsteinmädchen. Das kenne ich nicht. Das Märchen sagt mir nichts von einem Mädchen, das Zündsteine verkauft. Und neuerdings jetzt auch Zigaretten und Drogen und Alkohol. Zigarillo? Tabak? Eine Prise Fistech? Wie war das? Aus welchem Märchen bist du? Ich habe mal Zündsteine verkauft, aber die wollte keiner haben. Da habe ich umgesattelt. Jetzt verkaufe ich alles, was Spaß macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann habe ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht mögt ihr... Hey, woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten, Süße. Das Band. Verrätst du mir, was es damit auf sich hat? Da gibt es nicht viel zu verraten. Ich habe es von Artorius Vigo bekommen, als ich noch klein war, um mich vor dem Bösen zu schützen. Hat wohl nicht funktioniert, wenn ich mir ansehe, was aus mir geworden ist. Aber es bedeutet dir was. Wie soll ich sagen? Ich habe nicht viele Andenken an meine Kindheit. Und das Band erinnert mich an alte Zeiten. Als ich noch jemand anders war. Meine Lieben, würde es euch viel ausmachen, diese rührende Szene anderswo fortzusetzen? Ihr verkrault mir die Kunden.
Gib Sienna das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen, das Einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Dosis, damit ihr auch schön wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Und wenn ich dich freundlich bitte? Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Gwent, ich bin bereit. Yeah, na los geht's. Also gut, spielen wir. Wenn du verlierst, kriege ich das Band. Freu dich nicht zu früh. Beim Gwent kriegt mich keiner klein. Na dann, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal eine Runde Gwent spielen dürfen. Oder Gwent, wie es im Deutschen heißt, komischerweise. So, jetzt gucken wir mal. Also, der alleine macht nicht glücklich. Die beiden Boote schon eher. Oder das sind die Boote. Genau. Also, Rittersporn schmeiße ich mal raus. Den brauche ich. Ah, wunderbar. Perfekt. Dann schmeiße ich, glaube ich, Trismerigold raus noch. Jetzt am ehesten. Wen haben wir bekommen? Den da. Was macht der gleich nochmal? Die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld werden getötet. Genau, aber das ist missverständlich geschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, zerstört der wirklich nur die eine stärkste Karte, egal auf wessen Spielfeldseite sie liegt. Na gut, ich mach mal mein dynamisches Duo aufs Feld. Schauen wir mal. Ah ja, passt schon. Gute Entscheidung, glaube ich. Dann passen wir auch. Passt. Ich habe super lange bei mir auf dem Tablet die Standalone-Version gespielt von Gwent. Und dieses Singleplayer-Gwent-Spiel fand ich auch ziemlich cool. Und wie gesagt, als ich habe schon öfter erzählt, aber mein erster Witcher-Playthrough, als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich eigentlich nur Gwent gespielt. Ich war immer genervt, wenn ich wieder irgendwelche Hauptmissionen machen musste, damit ich endlich bei Gwent weitermachen darf. War ein sehr anderes Spielerlebnis, als jetzt beim zweiten Mal durchspielen. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, mein Gegner, Verkaufsmädchen, Freund. Bam. Tja. Da guckst du. Oh! Nicht schlecht gekontert, muss man schon sagen. Aber eine Zierilla habe ich auch auf der Hinterhand. Sehr schön. Na gut. Aber ich habe auch noch einen Hjalmar. Ach, jetzt weiß ich gar nicht genau, was ich spielen soll. Das ist gut. Na gut, ich glaube, die Runde ist gewonnen. Ich kann jetzt nur blöderweise meine letzte Karte nicht spielen, weil ich mich sonst mir selber ins Fleisch schneide. Aber das dürfte reichen, glaube ich. Mit zwei Karten. Ne, das will ich sehen. Das will ich sehen, wie die noch 25 Punkte mit zwei Karten herzaubert. Da passe ich mal. Yay! Das war leicht. Nicht übel, Kollege. Ein Wort ist ein Wort. Das Band gehört dir. Jetzt verzieh dich. Gut, erzähl's mir. Wie? Was du als Gegenleistung willst. Aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich... Danke.
Der Rattenfänger verfolgt uns. Ein Geißbock, eine Ziege mit Hose oder so, das kommt mir auch nicht bekannt vor. Ich wollte nur gucken, ob hier noch andere kleine Easter Eggs versteckt sind. Aber gut, wir haben immer noch keine Weltkarte, das irritiert mich, aber ist egal. Schauen wir mal zu den Quests. Geht zum Zuhause der Gans. Die Gans-Nebenquest würde ich nämlich wirklich gern machen. Die würde ich ganz gern machen. Wo ist denn mein Einhorn? Komm schon, Plötze. Moment mal, das ist nicht Plötze, Geralt. Ich schätze mal, na gut, Geralt nennt alle seine Pferde Plötze, ne? Anscheinend auch seine Einhörner. Oder es ist einfach die Macht der Gewohnheit. Ich wollte gerade sagen, ignorieren wir die Kobolde einfach. Aber ich will mir dieses kleine Minidorf da unten anschauen. Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was Jos gesagt hat? Eine Bohne liegt in der Rhein und wird von dreimal niemand. Könnte hinkommen. Jetzt sind wir aber leider halt bei einer anderen Quest, ne? Die Quest, die ich suche, wäre aber auch nicht weit weg. Dann gehen wir jetzt wirklich erstmal zu der optionalen Quest. Achso, aber das kleine Dorf da unten ist nochmal was anderes. Heda, pass doch auf! Däumelinchen! Na gut, hier wurde... Du bist auf Däumelinchen getreten. Oh, what? Das war mein Lieblingsmärchen. Wieso denn? Weil es nicht von einer Prinzessin handelte. Märchen mit Prinzessinnen sind unerträglich. Oh Gott, shit. Das war keine Absicht. Ich bin meiner Meinung nach auch daneben getreten und nicht drauf getreten. Aber das ist ziemlich... gemein hier. Naja. Entschuldigung. Da stand bei dem Einhorn auch Plötze als Name. Ich meine, das ist schon ein ziemlicher Plötze-Power-Move, den Einhorn Plötze hier macht, muss man schon sagen. Na gut. Na gut, drei kleinen Schweinchen, zu euch komme ich gleich. Aber jetzt muss ich erstmal ganz kurz zur Nebenquest, zur Gans. Ganz schnell machen wir die jetzt auch noch. Also da kann die Questreihe mit dem unsichtbaren Obervampir nicht mithalten, oder? Hat sich im Vorfeld interessanter angehört, aber die ist in Wirklichkeit cool. Verschlossen. Eine Feder. Beschädigt. Es hat einen Kampf gegeben. Oh oh. Ob das der Fuchs war, der die Gans gestohlen hat? Wenn ja, dann gehen wir jetzt dahin und sagen, gib sie wieder her! Gib sie wieder her! Gänsefedern. Sie muss geflattert sein. Oder Moment wurde sie gepupft? Mal. Aber gibt's in der Witcher-Welt überhaupt schon sowas wie ein Schießgewehr? Ich glaube nicht. Dann sind wir machtlos gegen den Fuchs. Mit den Zufallsattacken von Kobolden und so hätten sie es aber ein bisschen, na, hätten sie ein bisschen reduzieren können in dem DLC, finde ich. In dem Gebiet hier. Da kann man ja keine 2 Meter gehen. Da hätten sie sich die Einhörner als Reittier sparen können, finde ich. Schau mal da in den Bäumen. Ist das eine Art Lager? Hä? Ich weiß nicht, von was du redest. Die Gans gehört uns! Die goldenen Eier auch! Oh yeah.
finde es interessant, dass ich dem tatsächlich mit meiner Vampirrüstung echte Lebensenergie aussauge. Obwohl die ja nur Illusionen sind. Hier, hab ihn. Gut, dass du die Nachricht angeschlagen hast. Sonst hätte ich dich nicht gefunden. Schau, sie hat hier ein goldenes Ei gelegt. Wenn nur alle meine Auftraggeber so großzügig wären. Eine Zauberbohne wäre mir lieber gewesen, aber ich will mich nicht beklagen. Können wir das jetzt mit in die echte Welt nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Bist du wirklich den ganzen Weg wegen eines Auftrags gekommen? So ist das eben. Das kann ich nicht glauben. Du musst noch einen Grund gehabt haben. Naja, ich hatte mal ein paar idyllische Momente in Beauclair. Vielleicht wollte ein Teil von mir zurückkommen. Oh ja. Einmal Toussaint und man hat immer Sehnsucht. Andererseits würde das erklären, warum Toussaint so super reich ist, wenn die Herzogin einfach immer wieder hier zur goldenen Gans in die Märchenwelt kommen kann, um sich goldene Eier zu holen. Ich schneide dich in Scheiben! Ach, kommt schon. Oder schon wieder eine Kobold-Attacke. Das nervt ein bisschen. Machst du eigentlich irgendwas, Begleiter, NPC-Frau? Irgendwas? Scheinbar nicht. Ein Regenbogen. Da kommt doch wieder der Kaiser ohne Kleider. Solche exquisite Roben hat die Welt noch nicht gesehen. Oh, ist da hinten ein Topf mit Gold, meint ihr? Kann man da hinreiten? Es wäre schon möglich, oder? Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier reinkommen. Ach so, nee, warte mal, das war ja... Oder? Nee, das ist die Quest, die wir brauchen. Das ist das Schweinchenhaus aus Stein, das der Wolf nicht umpusten kann. Können wir anklopfen? Warte mal, vielleicht kann's ich ja umpusten. Oh Gott, so klein sind die aber gar nicht. Oh Gott, Hilfe. Ich will dem gar nichts tun. Verdammt, das hat ihnen nicht gefallen. Was können die denn dafür? Oh Gott, die töten mich gleich. Verdient hätte ich's. Nicht gut. Nee, wirklich nicht gut. Oh Gott sei Dank, einer weniger. Ich habe nämlich keine Heiltränke mehr. Nach dem Kampf muss ich echt mal meditieren. Die blaue Bohne. Der große böse Hexer hustete und prustete und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Warum so schockiert? Na, als du hergekommen bist, hast du eine Schnute gezogen und dir irgendwas in den Bart gemurmelt. Und jetzt das? Ein Scherz. Nicht mal ein schlechter. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen. Da
Das stimmt. Besuchen wir die drei Bären, auch wenn... Gefällt es dir hier? Nein, ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. Auch wenn die drei Bären wahrscheinlich eher nicht mehr wichtig für unsere Quest sind, weil wir haben jetzt schon die Bohne, die bei den dreien ist, möchte ich trotzdem mal gucken, was wir da finden. Aber erst versuche ich, dass wir zum Ende des Regenbogens reiten, aber wir kommen nicht mal über die Brücke. Typisch Blitze. So, gut. Das sieht tatsächlich so aus, als könnte man da hin. Na dann los. Holen wir uns den Topf voll Gold. Oh, da ist er schon. Oh mein Gott, und was für ein Topf. Sei vorsichtig. Ich habe einen Kobold erwartet, aber einen goldenen Panther? Was? Goldfasern und goldener Ball. Eine Bohne mehr. Gut gemacht. Na gut. Warum nicht? Ich muss mal kurz meditieren. Ich weiß nur nicht mehr, auf welcher Taste. So. Wollen wir mal die im Abendrot sehen, die Welt? Oh, kann ich jetzt nicht, aber vielleicht, weil ich gerade versehentlich zugeschlagen habe. Deck mal dein Schwert weg. Und jetzt schauen wir mal, ob wir meditieren können. Oh, ich kann hier, glaube ich, in dieser Welt nicht meditieren. Okay, keine Heiltränke. Dann müssen es unsere Schinkenbrötchen tun, Geralt. Viel Glück. Ist das hier der Turm von Rapunzel? So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Warte. Weißt du noch, was Jost zur dritten Bohne gesagt hat? Die hat ein glatzköpfiger Bauersknecht irgendwo tief in der Erde. Ja, das muss es sein. Gehen wir. Ja, aber wir gehen erst zu den drei Bären. Verdammt. Und am besten ohne Koboldbegleitung, bitte. Ist der Goldlöckchen tot gefressen von den drei Bären? Irrlicht. Ich glaube, es will uns was zeigen. Vorsicht, denen kann man nicht trauen. Drei Bären. Drei Stühle, drei Betten, drei Schüsseln. Eine zu groß, die zweite zu klein, die dritte gerade recht. Blonde Locken. Der Rest der Leiche ist zu verstümmelt, da lässt sich nichts sagen. Sie hat es verdient, finde ich. Nie hat sie gefragt, ob sie etwas haben darf. Hier ist keine Bohne. Wir müssen weiter suchen. Oh, ich habe die Zaubernahrung genommen. Hässlich und wild. Sehr große kleine Bären. Naja, es sind ja alles nur Illusionen. Keine Sorge. Eine Bohne mehr. Gut gemacht. Ich hätte jetzt aber trotzdem erwartet, dass ich zu heißes Essen, zu kaltes Essen und genau richtiges Essen krieg. Im Moment, wenn Riesenbären schwächer als Schweine sind, ja, das stimmt, ne? Das ist schon nicht mal ein Vergleich. So, geht zum Haus der Großmutter. Ach, das Haus der Großmutter ist gerade mal 50 Meter von hier entfernt. Na dann. Kommt jetzt wahrscheinlich der große böse Wolf. Oder Rotkäppchen. Ah, der große böse Wolf ist scheinbar tot oder schläft. Hallo? Auf ein Psst! Oh, mein verfluchter Schädel. Nie wieder zeche ich mit Rotbart. Oh, Sianna. Das ist aber lange her. Du hast dich verändert. Ganz im Gegensatz zu dir, großer, böser Wolf. Obwohl mir scheint, dass du in schlechte Gesellschaft geraten bist. Und welche Gesellschaft soll ich mir suchen? Däumelinchens vielleicht? Ein Schnaps und sie liegt unterm Tisch. Aber was führt dich her?
Du könntest doch was mit uns trinken. Was denn? Jetzt? Im Leben nicht. Ich kann kaum stehen, so verkatert bin ich. Hast du noch nie etwas von Kontergetränken gehört? Kommt nicht in Frage. Und warum trinkst du? Musst du irgendwelche Sorgen ertränken? Ich will ja nicht neugierig sein, aber du siehst nicht wie eine junge Herzogin aus. Man hat mir Titel und Geburtsrecht genommen und mich verbannt. Nenn es Familienkrach. Hör mal, wir suchen Zauberbogen. Hast du welche gesehen? Ich sollte auf einen davon aufpassen, aber... Wo ist sie? Rede! Psst! Nicht so laut! Ich kann noch viel lauter werden und dich auf noch mehr Arten überzeugen. Ah, jetzt kommen die Drohungen. Das sieht sie einer ähnlich. Hör mal, ich existiere nur, um ein Märchen zu spielen. Wenn das dein Plan ist, gerne, jederzeit. Aber einfach wird es nicht. Rotkäppchen hat die Hufe hochgerissen. Wie? Tausendmal haben sie mich aufgeschlitzt, mit Wackersteinen vollgestopft und in den Brunnen geworfen. Als ihr nicht mehr kamt, habe ich beschlossen, es der Göre heimzuzahlen. Jetzt rottet sie im Brunnenschacht vor sich hin. Zusammen mit dem Jäger. Also können wir nicht spielen. Und ich bin nicht verpflichtet, mit euch zu reden. Weder über Bohnen, noch über irgendwas anderes. Also lasst mich in Ruhe. Verschwindet. Der Wolf ist ganz schön mies gelaunt. Das sollte dich nicht wundern. Er hat schließlich nicht darum gebeten, immer den Bösen zu spielen. Ein echtes Hundeleben. So, und was jetzt? Keine Sorge, ich werde mit ihm spielen. Oder besser gegen ihn. Nur das Rotkäppchen brauche ich. Ich meine das Kleidungsstück, nicht die Leiche der armen Kleinen. Da bin ich froh. Du willst mir helfen? Das ist deine Chance. Auf in den Brunnen, raus mit der Kappe. Na, hopp, hopp. Vielleicht kriege ich da unten das Jäger-Outfit. Weil wie gesagt, irgendein Äquivalent zum roten Vampir-Outfit muss es ja in dem Storystrang fast geben, oder? Sollte man zumindest meinen. Auf in den Brunnen. Hals- und Beinbruch. Nö, kein Jägergewand. Schade. Ein Schatz, Geralt. Den holen wir uns noch schnell. So viel Sauerstoff muss sein. Ah, schnell. Ich hätte auftauchen sollen vorher. Ich dachte, der ist näher. Okay, und jetzt aber hoch mit uns. Olle Lucoyes Notizen. Es ist nun 7 Jahre her, dass wir Sejana und Henrietta zuletzt gesehen haben. Der Zauber verfällt allmählich und einige Einwohner dieses Landes werden wahnsinnig. Der Wolf hat Rotkäppchen und den Jäger ermordet. Die Hexe hat den Däumling zusammen mit den 7 Hegforsianern lebendig geröstet. Und Griggen greifen jeden an, der sich nähert. Wir haben in den Wolken Zuflucht gesucht, aber der Riese hat uns vertrieben. Unsere letzte Hoffnung ist König Drosselbart. Wir wollen ihn in der Mitte des Sees abwarten, bis das Schlimmste vorbei ist. In der Mitte dieses Sees hier? Hä? Wie? Ah, die Bremer Stadtmusikanten. Und? Hattest du Erfolg? Ja, schau mal, was ich habe. Das passt dir doch nie.
Gib her. Wie sehe ich aus? Nicht übel. Gar nicht übel. Gehen wir zum großen bösen Wolf zurück. Lass mich raten. Du spielst die Enkelin? Mhm. Und du den Jäger. Achso, ich dachte, ich bin die Großmutter. Aber stimmt, die liebt ihr wahrscheinlich noch. Er hat ja nur den Jäger runtergeworfen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir rede, wenn du Rotkäppchen nicht dabei hast. Tja, hab ich doch. Kein Problem. Sienna kann für sie einspringen. Was? Na schön, ich kann es euch nicht verbieten. Enkeltochter, komm heran, mein Täubchen. Aber Großmutter, was hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, was hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Du Sauhund. Sie immer. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum wir ihn jetzt unbedingt erst provozieren mussten, wenn unser Plan war, dass wir ihn einfach umbringen. Das hätten wir auch leichter haben können. Er hat ja sogar gesagt, er wäre uns dankbar. Ich hab mir gedacht, draufhauen, geht schon. Das war echt auf Messerschneide. Weißt du noch, was Jost zur roten Bohne gesagt hat? Ein Mensch hat sie und auf keinen Fall hat er sie verschluckt. Mhm, dann machen wir ihm mal den Bauch auf. Kronkorken, falsche Zähne, Korkenzieher. Ah, na bitte, die rote Bohne. Aber... Na bitte. Einen Schritt weiter. Aber haben wir nicht gesagt, wer hat sie auf keinen Fall? Und dann hat er gesagt, was Mensch. Und insofern... Ich frage mich, ob du überaus diskret bist. Hätte die Wahrheit gesagt. Oder ob diese Mutationen dich jeglicher Neugier beraubt haben. Willst du gar nicht wissen, was passiert ist? Was aus mir wurde, nachdem man mich verstoßen hatte? Oder hat er gesagt, auf keinen Fall, Mensch? Und wir haben gesagt, auf keinen Fall. Wer hat es auf keinen Fall? Und er hat gesagt, auf keinen Fall ein Mensch. Dann wird es wieder stimmen, oder? Ach, ist ja wurscht. So. Da du es erwähnst, ich würde gern den Rest hören. Mal sehen. Sie haben dich aus dem Herzogtum eskortiert. Ja, und die Elite der Ritter Toussaints machte nicht Halt. Bis zur Wildnis von Kerdu. Da ließ sie mich sitzen. Mittellos. In einem zerrissenen Spitzenkleid, als der Frost begann. Sie nahmen an, irgendwas werde mich schon fressen. Oder dass ich freundlicherweise einfach verhungere. Doch wie üblich habe ich alle enttäuscht. Ich wanderte wochenlang durch die Wälder, grün und blau vor Kälte, kaute Rindenstücke. Schließlich sah ich ein Licht, ein Lager. Es waren Banditen, bärtig, besoffen, blutbesudelt. Ich war sicher, sie würden mich schänden oder umbringen oder beides. Das ist wohl nicht passiert? Damals erfuhr ich, dass Räuber und Mörder bisweilen anständiger sind als Ritter in schimmernder Rüstung. Sie nahmen mich auf, wir gingen nach Nazair und ich tat, was ich konnte, um es ihnen zu vergelten. Ich legte einen schnellen Aufstieg hin und wurde schließlich Anführerin der ganzen Bande. Vielleicht hättest du bei ihnen bleiben sollen. Vielleicht. Vielleicht hätte ich alles vergessen und ein neues Leben anfangen sollen. Aber weißt du was? Es kam der Tag, da ich dachte, ihr wolltet ein Monster? Ihr sollt ein Monster kriegen.
Du hast was durchgemacht. Durchaus. Derweil meine Schwester sich in Daunenbetten von Barden besteigen ließ. Sie hat dich nicht verstoßen. Das verüble ich ihr auch nicht. Aber dass sie mich vergessen hat. Ihre Schwester. So, genug geschwatzt. Los! Na gut. Ja, ich muss schon sagen, jetzt ist mir Sianna schon echt sympathischer als ihre Herzogsschwester. Obwohl ich ihr immer noch sehr übel nehme, dass wegen ihr Regis seinen besten Freund umbringen muss. Habt ihr gesehen? Ich hab's so schnell weggedrückt, aber da waren gerade genau die Items drin, die ihr in der Cutscene aufgezählt habt. Flaschenzieher, Korkenöffner und so weiter. Hallo, Chilicon. Genau, vielleicht war das so, ne? Das Rotkäppchen-Theater-Protokoll. Dass wir den Wolf nicht einfach so töten dürfen. Na schön. Sprechen wir mit Rapunzel. Vier Tiere übereinander. Wie hieß das Märchen noch gleich? Die Blaviken'er Stadtmusikanten. Hey, hattest du mit Blaviken nicht auch mal was zu tun? Mhm, aber das ist ein ganz anderes Märchen. Bird Rider mal anders. Hier ist der Bird, der Rider. Ach komm, nicht schon wieder irgendwelche Kobolde, Geralt. Lauf einfach weiter. Komm, sprint. Einfach lau... Ach Mann, ey, ist das nervig. Ja, dann hau sie halt. Das hat mich schon immer gestört, dass Geralt dann automatisch immer in die Kampfpose geht, wenn Gegner in der Nähe sind und man dann nicht mehr in Ruhe rumlaufen kann. Weil manchmal will ich einfach nicht kämpfen. Aber das erlaubt mir das Spiel nicht. Eher so ein bisschen Super Mario gerade. Früher sind wir immer an ihrem Zopf hochgestiegen, aber den sehe ich nirgends. Wir finden einen anderen Weg. Hier könnte ich mich raufziehen. Dann muss ich springen. Wenn du meinst. Ich warte hier unten, wenn es dir recht ist. Geralt. Bin ich gerade ein Kletterkünstler. Na Gott sei Dank. Ein toter Prinz hat versucht, Rapunzel zu befreien, ist abgestürzt und hat sich den Hals gebrochen. Ich verstehe nicht ganz, wie das sein kann, dass... Weil die ganzen Figuren hier haben ja quasi immer Märchen für die Kinder vorgespielt. Aber in den Märchen sterben doch ganz viele der Figuren auch immer. Und irgendwie leben sie aber dann doch wieder, weil sie ja doch magische Figuren sind. Aber jetzt können sie plötzlich alle auf einmal wirklich endgültig sterben, oder wie? Komisch. Aber ich meine, das ist eine magische Fantasie-Illusionswelt. Vielleicht sollte man da nicht mit zu viel Logik dran gehen. Das war ein knapper Sprung. Ist aber auch ein gefährlicher Aufstieg hier. Oh, wir sind noch nicht oben. Ist der Turm von innen höher als von außen oder kommt mir nur so vor? Aha! Okay. Rapunzel hat sich an ihren eigenen Haaren erhängt. Das ist auch eine Wendung. Jetzt mach doch Jürgen, komm. Jürgen! So. Okay, jetzt schnell, weil sonst regeneriert sie sich wieder. Ah, komm schon. Es hat zu lange gedauert, finde ich, aber gut. Kriegt zumindest gut Schaden und teilt kaum aus. Naja, zum Früh gefreut.
Puh, voll Crusader, hallo und danke fürs Abonnieren. Hey, aber wenn die sich an ihren Haaren erhängen kann, warum hat die nicht einfach sich an ihren eigenen Haaren abgeseilt? Das wäre doch theoretisch auch möglich. Warum muss denn jemand hochklettern an ihren Haaren? Bind doch deine Haare oben einmal um die Hüfte und oben irgendwo fest und dann wunderbar. Perfektes Kletterseil. Doofe Rapunzel. Naja, wir haben zumindest ihre Seele befreit. Dankeschön, Fallen Crusader, fürs Auffüllen des Bitglases. Hurra! Wenn so wenig Bits drin sind, dann fällt das auch schön, ne? Dann ruckelt gar nichts. Schön. Herrlich, wie die reinpurzeln. Dankeschön. Können wir da jetzt runterspringen? Kommt jetzt die Assassin's Creed-Referenz? Das sieht ein bisschen so aus, ne? Ich speichere mal. Ich habe ein bisschen Angst, aber... Ja, fehlt nur so ein Falkenschrei. Schon die Assassin's Creed. Das hätte Rapunzel theoretisch auch machen können, bevor sie sich erhängt. Einfach mal ins Wasser springen. Ich meine, schlimmer als das Ergebnis von erhängen kann es eigentlich kaum sein, oder? Naja, vielleicht hat sie einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und fertig. Vielleicht auch, weil ihr Prinz abgestürzt und gestorben ist. Warte mal, durchsuche den Turm. Ah, nein. Ah, wartet mal. Gut, dass ich da oben gespeichert habe. Ich habe zwar Rapunzel besiegt, aber ich habe die Bohne nicht mitgenommen, ich Trottel. Zum Glück habe ich gespeichert, ey. Meine Güte, deswegen waren wir da oben. Wir brauchen die rote Zündibohne. Für die Fluxranke. Ui, ui, ui. Zodala. Geralt, Vorsicht. Zurück. Na. Aha, auf dem Bett wahrscheinlich hier. Hier ist die gelbe Bohne. Hätte mich geärgert, wenn die Ketterei umsonst gewesen wäre. Oh, da sind voll viele Knochen im Wasser gewesen. Habe ich noch gar nicht gesehen beim ersten Mal. Und? Die Bohne habe ich, aber Rapunzel, offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage, alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlaff war ein Werkzeug und sonst nichts. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es. Du hattest von vornherein vor, ihn zu benutzen? Nein. Am Anfang war ich einfach neugierig. Kennst du die Geschichte? Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Detlaff rein. Sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinen Sinnen. Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster. Nicht wahr? Ein höherer Vampir beeindruckt dich nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das mutig oder idiotisch ist. Ich konnte schon immer gut mit scheinbar gefährlichen, stillen Typen. Meinst du damit etwa auch mich? Oh Mann, ich muss dich enttäuschen, Geralt, aber du bist nicht der Mittelpunkt der bekannten Welt. Obwohl du mich manchmal an Detlaff erinnerst, in der Weise, wie du deine Gefühle unterdrückst und stets auf gleichgültig machst. Weißt du, als ich Detlaff traf, Ich wusste einfach, intuitiv vielleicht, dass er mir nichts tun wollte.
dass er mir Angst einjagen wollte, weil er sich selber gefürchtet hat. Verstehst du das? Glaube schon. Und dann? Wir haben geredet und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild, tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden? Ja, es gab keine andere Wahl. Lass uns Freunde bleiben oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du hast eine Vergangenheit mit Detlef, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wie er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, da nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Wir müssen sie am Pfad bei Rapunzels Turm pflanzen und uns auf den Riesen gefasst machen. Oh, Kobolde. Ohne Scheiß, diese Kobolde gehen mir furchtbar auf die Nerven. Warum kann man hier in dieser Welt keine 2 Zentimeter gehen, ohne auf einen Kobold zu treten? Oh, ich hab das falsche Zeichen. Die Bohnenranke wächst schnell, sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Gut, wirf sie rein! Na, so schnell wächst sie scheinbar auch wieder nicht. Zielgerade. Unglaublich. Das stimmt gerade irgendwas nicht mit dem Ton, oder? Ja, dran. Der Riese, der Wolkenriese.
Ich wollte gerade sagen, kann man das ausnutzen, dass da Strom ist? Ja, kann man. Ah, Gedankenmanipulation funktioniert scheinbar nicht. Na gut. Dann hau mal bitte hier auf den... Hau mal auf den Stromhaufen. Wie auch immer die Ladung hier so lang gehalten wird. Aber es ist ja auch eine magische Welt. Jetzt komm, Risi. Was ist denn? Na super. Ja, jetzt ist es zu spät, du Trottel. Muss mal ganz eben kurz, glaube ich, in mein Menü gehen und mein Schwert reparieren. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Immer noch ziemlich kaputt. Naja, gut. Und meine Rüstung. Okay. Weiter geht's. Oh, das hält aber gar nicht so lang mit dem Strom. Der immer mit seiner Arschbombe des Todes. Der arme Wolkenriese. Für eine Märchenkreatur war das ein ziemlich zäher Mistkerl. Nicht so schlimm wie die drei kleinen Schweinchen. Ich hab's doch gesagt. Dieses Land ist verrückt geworden. Ich hab nur nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Ich glaube langsam, du hast das absichtlich getan. Und wieso sollte ich das tun? Um deinen Aufpasser loszuwerden. Wir kommen dem Ausgang immer näher. Offenbar brauchst du mich nicht mehr. Tja, da liegst du falsch. Ich brauche dich nach wie vor. Wirklich? Für was? Willst du mich benutzen, so wie Detlef? Nein. Ich hatte an etwas weitaus unkomplizierteres gedacht. Jetzt starr mich nicht so an. Ich brauche einen Mann, Geralt. Und ich stehe dazu. Ich weiß nicht, was mich jenseits dieses Ortes erwartet. Sieh es als letzten Wunsch. Ach, soll sie doch mit dir machen, was sie will, hä? Ich verstehe das nicht mal. Aber nach allem, was ich über sie weiß, lasse ich mich, glaube ich, lieber nicht auf irgendwelche ihr Sachen ein mit ihr. Das ist gefährlich. Ein andermal vielleicht. An einem anderen Ort. Nichts für ungut. Nein, nein. Das war klar, deutlich und ehrlich. Alles in Ordnung. Los, komm. Hier geht's zum Ausgang. Halt, stopp. Schauen wir mal, ob der Riese was Cooles dabei hat. Nö. Und man kriegt anscheinend, entweder habe ich es voll übersehen, oder man kriegt wirklich keinen Ersatz für die rote Vampirrüstung aus der anderen Questreihe. Noch ein Irrlicht. Wo bringt uns das Irrlicht hin? Da runter. Ich verfolge mal das Irrlicht, würde ich sagen, oder?
Dark Souls. Das Bonfire. Jetzt können wir unsere Seelen benutzen, um hochzuleveln. Oh, wir kriegen ein Schwert. Geschäft. Und wir sind überladen. Dammit. Hätte da unten, da hat, ne, ich hab's nicht gesehen, aber da hat sie schon mal gesagt, oh, ein Irrlicht, pass auf, die können gefährlich sein. Und ich wusste überhaupt nicht, von was sie redet. Wäre da schon mal was gewesen und hätten wir dann vielleicht doch irgendwie was Cooles bekommen? Möglich. Aber ich will es nicht nochmal machen. Jetzt haben wir Geschäft bekommen. Ein ziemlich starkes Schwert, muss ich sagen. Aha, ich glaube, das nehmen wir. Warum nicht? Nehmen wir Geschäft. Oh. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann da irgendwie schwimmen oder laufen. Das sah wie fester Boden aus. Ich bin scheinbar aus den Wolken gefallen. Aus allen Wolken. Tja. Dammit. Wann hat es das letzte Mal gespeichert? Wahrscheinlich vor 14 Monaten. Ja, ungefähr. Oh, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, das Spiel jetzt. Ich kann mich nämlich nicht mehr bewegen. Egal, was ich mache. Das kannst du jetzt nicht. Ich glaube, ich hätte das Schwert nicht nehmen dürfen. Zu früh. Total verpacktes Spiel. Unglaublich. Kann wirklich nichts machen. Ich glaube, ich muss wirklich neu laden. Oh Gott. Hat mich schon gewundert, dass ich das Schwert überhaupt schon nehmen konnte. Weil eigentlich sollte das, glaube ich, noch gar nicht gehen. Naja. So ist das. Aha. Jetzt darf ich's nehmen. Gut. Hör jetzt auf, die Luft zu punchen. Ich will immer ins Resident Evil 8 Menü gehen, deswegen drücke ich immer den falschen Knopf. Oh Mann, ey. Aber ja, neues Schwert, neues Glück. Wie komme ich jetzt? Darf ich da gehen? Ja, da kann man gehen, na Gott sei Dank. Okay, Rotkäppchen. Hauen wir ab. Nur aus Neugier. Warum wolltest du das Herz von Toussaint und den herzoglichen Ball? Das war mein Recht. Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Ich versuch's ja. Oh Gott, ganz viel Grummel. Aber wie gesagt, alles auf YouTube nachholbar. Portale im Springbrunnen? Nicht sehr praktisch. Es war ein Geheimgang. Anarietta und ich nahmen ihn, um... Um eurer Gouvernante zu entgehen. Zum Glück hat sie das aufgeschrieben. Sonst hätte ich nicht gewusst, wo ich warten soll. Vergessen wir das. Will die junge Dame mithelfen, das Chaos zu beheben, das sie angerichtet hat? Sie will. Und hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Soll ich dich lieber wie die manipulative Lügnerin behandeln, die du bist?
Sian, einen Vampir hast du schon gegen dich aufgebracht. Streite dich nicht gleich mit dem Nächsten, ja? Dann sag diesem Nächsten, er soll aufhören, mich zu beleidigen. Ich werde mein Äußerstes tun. Gehen wir. Ich will es wirklich hinter mich bringen. Wer Reges anpöbelt, ist nicht mein Freund. So, jetzt bin ich gespannt, wie jetzt der Endkampf aussieht. Also beziehungsweise die Endkonfrontation, jetzt wo wir sie dabei haben. Beim letzten Mal haben wir ihn ja gezwungen zu kommen durch den Unsichtbaren, der sie gerufen hat. Hübsch hier, nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Dun Tin in der Ferne. Findet ihr? Ich meine, es ist eine Ruine wie jede andere. Ach, wie feinfühlig und aufmerksam. Ich verstehe nicht, was Detlef in dir sieht. Vielleicht kann er es dir selber sagen. Bist du nervös? Es ist immer stressig, sich mit seinem Ex zu treffen. Vor allem, wenn er ein Vampir ist. Er wird wohl nicht zum Scherzen aufgelegt sein. Ich weiß. Um ehrlich zu sein, ja, ich bin nervös. Ich würde lieber weglaufen. Ich habe euch zwar versprochen, dass ich helfe, aber was ist es wert? Aber ich schulde ihm dieses Treffen. Schluss aus. Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier. Sianna, ich muss dich etwas fragen. Hast du das wirklich alles nur gespielt? Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef, so einfach ist das nicht. Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir, doch ich trauere, denn wir müssen uns trennen. Was? Aber wie? Das Band. Ich bin wieder reingefallen. Dafür soll sie büßen. Früher oder später. Du hättest dich nie einmischen sollen, Hexer. Okay, Moment mal. Wäre es anders gelaufen, wenn ich ihr das Band nicht gegeben hätte? Also wenn ich das nicht von der Feuersteinhändlerin erspielt hätte? Aber das kennen wir ja jetzt schon. Warte mal, optional bereite dich auf den Kampf vor.
Kann ich meditieren? Nee. Kann ich Vampiröle auftragen? Und wenn ja, welche Öle sind denn gut gegen Vampire? Er ist eine Bestie. Er wird unter Bestie gelistet. Genauso wie die drei kleinen Schweinchen. Lustig. Aber dann ist er wahrscheinlich gar nicht unbedingt anfällig. Na, ist ja wurscht. Jetzt machen wir den Kampf mal noch, weil ich echt gern sehen würde, ob danach was anderes kommt. Als beim letzten Mal. Das kennen wir jetzt alles schon. Vom letzten Mal. Ich frage mich, ob die Verwandlung, die er hier gerade durchmacht, rückgängig zu machen wäre. Theoretisch. Wenn du das hast, dann fang an zu beten. Verdammt. Hat er beim letzten Mal auch schon so viel Schaden gemacht? Wahrscheinlich. Wo ist denn jetzt hin? Da oben. Hallo? Geralt, wir sterben gleich. Trink eine Heiltränke, schnell. Jetzt kommt der weirde Part. Ich kann mich wieder erinnern, den hatte ich schon ganz vergessen. Glaubst du, das hält mich auf? Gewärtige den Tod, Hexer. Oh Gott, der bringt mich um. Warum habe ich mich jetzt gerade instant voll geheilt? So, noch ein Herz.
Alter, jetzt stirb halt, bevor du mich tötest, noch schnell, bitte. Wäre echt nett. Überlass ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Na dann, jetzt bin ich gespannt. Das ist die gleiche Szene schon wieder, ne? Die hatten wir auch schon. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier nochmal eine Abweichung gibt. Was für ein umwerfendes Ensemble. Ich überspringe das mal ein bisschen. Okay, das kennen wir ja schon. Schnabel. Ich sehe wie ein... Der Kaft... Ab... Über... Diese... Das klingt. Außerdem. Wieso nicht? Ja, nee, das ist immer noch genau das Gleiche. Zeremonien, Medaille. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend. Ja, genau. Hier geht sie an. Aber ihr. Willst du. Rege. Während zunächst. Ich. Na. Wo ist der. Nee, ich glaube, wir sind jetzt hier wieder genau in der gleichen Schleife, oder? In der wir schon waren. Ich glaube, ich guck mal kurz nach. Lass mich mal ganz kurz eben googeln hier live, welche Enden es in diesem DLC gibt und ob wir hier in einem neuen sind oder nicht. Weil das macht für mich einen Unterschied, ob ich hier jetzt weiter spiele oder nicht. Witcher 3 Blood and Wine Endings. Genau, ich guck mal, welche enden. Da ich die jetzt nicht vorhabe, das nochmal zu spielen, erzähle ich euch das hier, was ich lese, jetzt auch. Also spoil euch. Also, das schlechte Ende ist natürlich wieder das, das wir bekommen haben. Beide Schwestern sind tot. Jetzt würde mich aber schnell interessieren, was man da erreichen muss. Oh, das ist komplex. Da gibt es anscheinend viele Entscheidungen, die dazu führen. Und es gibt zwei Optionen. Ah ja, okay. Die erste Option haben wir bei meinem ersten Playthrough quasi schon gemacht. Und die zweite Option
Obtain the ribbon from the girl, das, was wir gemacht haben. Also, dadurch, dass ich das Band beim Gwent erspielt habe, sind wir jetzt quasi zweimal zum gleichen Ende gekommen. Das macht jetzt auch keinen Unterschied anscheinend. Es gäbe auch noch die Option, dass ich hier das Band nicht kaufe und dann stirbt sie tatsächlich. Dann wird Sayana von Dyslav getötet. Genau. Moment mal, was? Dandelion will come to your aid, Rittersporn? Muss ich kurz lesen. Visit the child room, genau. In the fairyland, ignore the girl with the flints. Das haben wir eben nicht gemacht. Nicht das Band kaufen für dieses Ende. Dann kommt man zu Dyslav, der bringt Sayana um. No matter, egal ob man sich dazu entschließt, ihn zu töten oder ihn erlaubt, dass er weggeht. Das geht? Moment, das geht in den anderen Enden aber nicht, oder? Ich wüsste nicht wie. Aber anscheinend, wenn er Sayana umbringen darf, dann kann man sich dazu entscheiden, dass er vielleicht auch überlebt. Aber man selber wird dann ins Gefängnis geworfen. Und dann kommt Rittersporn und hilft uns. Und bringt uns raus anscheinend. Verrückt. Ah, nein, aber ich will das jetzt leider nicht nochmal machen. Ich hätte ja echt Bock auf dieses Ende, das noch zu sehen. Aber nee, ich habe jetzt echt keinen Bock, denn nochmal mich durch die Welt zu wursteln. Und dann haben wir noch das dritte Ende. Wie kann man denn das kriegen? Oh, wartet mal. Nightlong Fans, okay. In Fairyland kaufen wir das magische Band, das wir bei Gwent gewonnen haben. Oder so. Genau, dann retten. Vielleicht können wir den dritten Weg noch schaffen. Lass mich das kurz lesen, was wir hier jetzt machen müssen. It is important to decide to find the letter from which you will learn. Aha, okay, Leute. Ich glaube, wir können ein drittes Ende jetzt freischalten. Dann machen wir das doch noch. Okay. Passt auf. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt nur mit dem Schuhputzer reden und der Quest wieder nachgehen. Gehen wir. Es kann wohl nicht schaden, nochmal genau wie wir es beim letzten Mal schon gemacht haben, deswegen überspringe ich es wieder. Oh, der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Es kann. Bla bla bla. Ich mach die optionalen Dialoge vorsichtshalber. Die haben wahrscheinlich keinen Einfluss, aber nur, dass wir wieder alles so hinkriegen. Wenn du. Wie bist. Die haben. Ihr habt. Aber das kennen wir schon. Wir kriegen jetzt von ihm die Information drüber, wer die Briefe ausgeliefert hat über die Mordanschläge. Weißt, aber du... Ich schätze... Danke. Okay. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Dann gehen wir jetzt in die Unterkunft. Das Leben in Beauclair ist nicht gerade billig. Der Tod hingegen... Da rein? Ja, da oben. Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es... Du da... Reden. Bla. Ihr... Bla.
So, wir gehen jetzt blocken gleich nochmal. L2. Okay, dann machen wir das. Ha! Ein Hexer? Das ist doch ein Depp, kein Hexer. Ich kann beides gleichzeitig sein. Tada! Na schön. So, bla 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 bla. Jetzt gehen wir rein zu den Obdachlosen. Was? Und die erklären uns jetzt dann, wer ihnen die Zettel gegeben hat. Und dann finden wir den letzten Zettel. Und auf dem letzten Zettel steht, dass der letzte Mordauftrag, der nicht ausgeführt wurde, die Herzogin selbst gewesen wäre, wenn es zu weit gekommen wäre. Nur kurz zusammengefasst, falls einer von euch das noch nicht kennt, jetzt vom letzten Stream oder so. Es ist... Du musst... Was denn? Sie ist... Auf... Doch... Ganz genau, auf Dochbe. Die Herr... Zuerst... Das hat... Hättest... Warum? Ich würde... Ist das... Sie hat... Manche... Hast du nicht die Höfe... Je... Kommst du mit? Natürlich. Außerdem... Das hat solch... Sie war gerade... So, und jetzt reden wir noch mal mit der... Ich hab dir Geld für Wein gegeben. Ich denke zumindest. Ich lese jetzt vorsichtshalber nach, dass wir auch wirklich das Ende kriegen. Jetzt will ich's wissen. Victim, Detlef, was, bla 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 bla. Then you must go speak to Sienna. Select the dialogue option related to forgiveness. Ja, okay, gut, das machen wir. Auf geht's. Besuchen wir Sienna. Nicht ins Licht treten, nur im Schatten bleiben, Geralt. Lassen wir nochmal gelten. Aber das war ein bisschen übertreten eigentlich. Warte, vielleicht können wir schnell reisen. Wo ist der Schnellreisestempel? Oh oh. Puh. Will wir da rein? Scheinbar nicht. Wir müssen runter, Geralt, runter. Ich habe Angst. Ich wollte übers Geländer springen, aber dann stirbt er sofort, instant wahrscheinlich. Also gehen wir lieber runter zu Fuß die Treppen. Ich traue mich nicht mal auf den Treppen springen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Geralt und Fallschaden gemacht. Zu oft. Viel, viel, viel zu oft. Viel zu oft. Abgeschlossen, aber hier müsste doch irgendwo die Wache sein, mit der wir reden. Ah, ja, okay. Halt! Ich muss dringend oder meine Mutti schießt. In welcher Sache? In. Ich muss mit ihr reden. Es ist wichtig. Reden kannst du mit deiner Oma beim Tee, nicht mit einer Gefangenen der Herzogin. Ohne Sondererlaubnis ist nichts zu machen. Punkt. Ich bin auf Informationen gestoßen, die in ihrem Fall wichtig sind und geklärt werden müssen. Dringend. Ach, na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig.
Ich verstehe ehrlich gesagt um nach mir zu sehen? Nicht, warum die den Raum verlassen müssen unbedingt. Aber gut. Artorius' Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das fünfte Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlaf ist tot. Reicht das nicht? Sianna, hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na, na, na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen. Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Weil sie dich im Stich gelassen und jedes Andenken an dich verbannt hat? Bravo, Geralt. Wieder ein Rätsel gelöst und deine krankhafte Neugier gestillt. Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr. Wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Vielleicht könntest du kurz aufhören, dir selber Leid zu tun und erwägen, ihr zu verzeihen? Warum sollte ich? Um der alten Zeiten willen. Ihr habt euch mal geliebt? Bitte. Ich weiß nicht, wer dir solchen Schwachsinn erzählt hat, aber... Ich habe das Tagebuch eurer Gouvernante gelesen. Ihr wart unzertrennlich. Anna Rietta hat dich zwar bisweilen in Schwierigkeiten gebracht, aber sie ist auch für dich eingestanden. Wenn du Albträume hattest, war sie die Einzige, die dich beruhigen konnte. Die Zeit nagt an unseren Erinnerungen und verdreht sie. Manchmal bleiben nur die Guten und manchmal nur die Schlechten. Wenn sie mich geliebt hat, warum wollte sie mich dann loswerden und vergessen? Ich muss mich kurz um eine Katze kümmern, die über den Laptop laufen wollte. Sianna, du wurdest verbannt, als sie wie alt war? 12? 13? Sie war noch ein Kind. Was hätte sie machen sollen? Rebellieren? Einen Staatsstreich organisieren? Das Siegel deines Vaters stehlen, um eine Begnadigung zu fälschen? Sie war machtlos. Sie hat dich nicht aus ihrem Gedächtnis gelöscht, weil du ihr egal warst, sondern weil es so schlimm für sie war, als du gingst. Anders kam sie mit dem Schmerz nicht zurecht. Du willst unbedingt ein gutes Ende, nicht wahr? Und wir alle leben glücklich bis an unser Ende. Geh schon, Hexer. Sonst heften sie deinen Orden noch einem anderen an. Das wäre echt furchtbar. Leb wohl, Sianna. Mir geht's auch so, Landgut Birdrider Sister, dass ich Regis super sympathisch finde und die Bromance zwischen Geralt und Regis ist super. Und wenn die das schaffen würden, dass die in der Witcher, in der Hexer-Serie, wenn Regis vorkommt, diese Chemie so hinkriegen wie im Spiel, dann wäre das der Hammer. Die Chemistry zwischen den beiden. Okay, gehen wir. Gehen wir. Ich will ihn auch sprechen. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Dein Gesicht sieht nicht gerade gut aus. Naja, beim letzten Mal sah es noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Ich fühle es schon kaum noch. Ah.
Also gut, wir können anfangen. Sehr schön, aber benimm dich. Nicht wie ein bezahlter Schläger, sondern wie ein Mann, der die höchste Auszeichnung der Herzogin verdient. Am besten hüllst du dich in würdevolles Schweigen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlechter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damian hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Das ist wie eine zweite Auszeichnung. Ich bin geehrt. Vielen Dank. Sicher wirst du guten Gebrauch davon machen. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht, doch mir auch ihre schrecklichen Taten enthüllt. Als Staatsoberhaupt muss ich gerecht über sie urteilen. Aber sie ist meine Schwester. Mein Herz schlägt für sie. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Sylvia Anna herein. Hey Dr. Edison, danke fürs Abonnieren. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat.
Die Bitterkeit verzehrt sie, Anna. Viele am Hof von Beauclair verdienten ihre Verachtung. Ich kenne ihre Gründe, ich verstehe sie sogar. Aber ich kann ihre Taten nicht vergeben. Wovon redet er, Sianna? Das weißt du genau. Ich wurde gewaltsam verstoßen, weißt Danke, du noch? Danke, Crusader. Zu deinem Nutzen. So hast du den Thron erhalten, obwohl ich älter war. Die Minister, verstehe ich. Die haben mich schon als Kind gehasst und geglaubt, ich würde eine lausige Herzogsgemahlin abgeben. Ich verstehe sogar unsere Eltern. Ich wusste es immer. Sie haben sich vor mir gefürchtet, weil ich es gewagt habe, frei zu sein. Dieser hanebüchene Fluch kam ihnen gerade recht. Ein Geschenk der Götter, eine Erleichterung. Aber du? Dein Verrat war am schlimmsten. Du warst doch meine Anarietta, verdammt. Meine kleine Lieblingsschwester. Verstehst du jetzt, Hexer? Sie hat mich verraten. Und du willst sie alle verstehen? Warum hast du dich dann gerecht und sie alle ermorden lassen? Sie haben meine Rache verdient. Sie haben mich allesamt verabscheut, seit ich denken kann. Anarietta hat mich mal verstanden. Sie war alles, was ich hatte. Ihr Verrat hat am schlimmsten geschmerzt. Ihr wart doch beide noch Kinder. Ihr hattet keinen Einfluss auf das, was geschah. Irrtum, Hexer. Sie hatte Einfluss. Liebe Schwester, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem ich aus dem Palast verbannt wurde? Natürlich war es meine Idee, den nilfgaardischen Gesandten mit Fischblasen zu bewerfen, gefüllt mit ranzigem Talg. Die du zum Schluss angezündet hast, um mich zu beeindrucken, schätze ich, ist dir gelungen. Wir haben ihn voll auf der kahlen 12 getroffen. Ich habe mich fast totgelacht. Aber als es um den Schuldigen ging, hast du kein Wort gesagt. Ich habe die ganze Schuld und die ganze Strafe gekriegt. Das stimmt. Ich bin nicht für dich eingestanden. Ich hatte zu viel Angst. Das Urteil war einstimmig. Sie haben meine Vergehen aufgelistet, meine Ausflüge aus dem Palast, angebliche Grausamkeiten, unangemessene Freundschaften. Sie haben mich rausgeworfen. Aber du, die Einzige, die mich verstanden hat, du hast dich einfach geduckt und keinen Finger krumm gemacht, mir zu helfen. Nie. Du hast auch nicht versucht, mich zu finden. Das stimmt nicht. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Ritter gesandt und Nachrichten gesammelt. Du wolltest nicht gefunden werden. Seit dem Tag, an dem du gingst, habe ich im Bewusstsein gelebt, dich im Stich gelassen zu haben. Es tut mir leid, liebe Schwester. Kannst du mir vergeben? Diesmal wird niemand erdolcht und mit einem Bolzen erschossen. Schön. Das Beste an der ganzen Zeremonie war ihre Kürze. Für dich vielleicht, weil du dich davon gemacht hast. Die anderen fangen bestimmt erst an. Die Trunkenheit endet nie in dieser malerischen Gegend. Findest du Toussaint also doch nicht so toll? Ach, Toussaint ist wie starker Wein, Geralt. Gut in kleinen Portionen. Na gut. Wie findest du meinen Brand? Ich glaube, ab jetzt geht's wieder so weiter, wie wir es schon kennen.
Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkle. Genau, das kennen wir schon alles. Wenn du das... Naja, cool, cool. Ah, warte mal, ich habe gerade Handschuhe bekommen. Handschuhe des Alraunensammlers. Dann wären wir wahrscheinlich nicht dauernd so vergiftet worden, wenn wir die aufgehoben haben. Hey, der Doc. Hallo, wie geht's? Dankeschön fürs Abonnieren. Yay! Das Spiel ist... es war schon rum und jetzt habe ich es doch mal gespielt, um die andere Hälfte zu sehen. Aber jetzt kommst du leider gerade, wo wir Schluss machen. Weil jetzt hätte ich gesagt, jetzt haben wir das andere Ende auch noch gesehen. Und den anderen Weg, den ich richtig cool fand, muss ich schon sagen. Viel cooler als den Weg mit dem Vampir. Ich meine, diese Höhle, in der die Gravitation nicht funktioniert und so, das war schon alles ganz nett. Aber diese Märchenwelt war schon wirklich witzig. Hat mir gefallen. Finde ich cool, dass wir das nochmal gemacht haben. Genau, aber für heute machen wir jetzt auch schon wieder Schluss. Beim nächsten Mal, nächsten Dienstag, geht es dann wahrscheinlich mit Final Fantasy weiter. Ich habe sowieso viele Let's Plays und Streams, die jetzt nachgeholt werden müssen die nächste Zeit, weil dadurch Resident Evil einfach viel ausgefallen ist. Abraxe hat sich ja jetzt netterweise auch entschieden, oder freundlicherweise auch entschieden, dass ein kurzer Cut jetzt gemacht wird für Wasteland 3 und wir erstmal Resident Evil 8 komplett durchspielen. Das finde ich ziemlich cool. Da werde ich wahrscheinlich morgen gleich anfangen, wirklich Let's Plays aufzunehmen. Und genau, nach Resident Evil 8, das ist ja nicht so lang, das ist schon mein dritter Durchlauf jetzt. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht länger als 6-7 Stunden oder so, selbst wenn ich es ganz ausführlich spiele. Und dann geht es auch schon wieder weiter, wahrscheinlich mit Wasteland 3 dann. Aber nächste Woche im Stream wahrscheinlich erstmal Final Fantasy Zeit. Ich muss mal gucken. Naja, Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es hat mich gefreut. Vielen Dank für die Abos, vielen Dank für die Bits. Vielen Dank fürs Zuschauen und Kommentieren und alles. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald auf YouTube und spätestens nächsten Dienstag hier auf Twitch. Macht's gut, gute Nacht. Ciao.